heutigen Video geht es darum, in dein Video ein Standbild reinzusetzen, in einer Frequenz, die du vielleicht hervorheben willst, wie im Intro schon gesehen, zum Beispiel mit einem Titel bearbeitet oder etwas anderen, um dieses Bild etwas hervorzuheben. Das geht relativ einfach. Dazu ziehen wir uns erst einmal eine Frequenz aus dem Ordner per Drag and Drop in die Timeline. Woher ich meine Videos bekomme, das schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zur Artlist oder Artgrid. Dort bekomme ich meine Musik her, wird dort sofort fündig und braucht nicht lange suchen für das passende Material. Wenn wir das Videomaterial jetzt drin haben, dann lassen wir es doch einmal kurz abspielen. Da sehen wir hier das Popcorn fliegen. Und vielleicht will ich eine Sequenz hier hervorheben, schon wie im Intro gesehen. Und dazu können wir jetzt beispielsweise jetzt allererstes mal auf diese Sequenz gehen, die wir gerne hervorheben möchten. Hier dreht sich das Popcorn relativ schön. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel diese Stelle und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich trenne mein Material mit der Taste T auf der Tastatur oder nehme hier zerschneiden. Drück hier einmal drauf. Am besten ist natürlich auch noch, wenn eure Videospur markiert ist. Dann haben wir hier zwei Videospuren getrennt. Ziehen wir diese jetzt auseinander, haben wir da dazwischen eine Lücke. Zwischen dieser Lücke können wir rechtsklicken und dann Leerraum mit Standbild füllen. Wenn ich das jetzt anklicke und hier in der Timeline nochmal drüber gehen, haben wir diese Frequenz von unserem letzten Bild. Also die letzte Bildszene kommt dann als Standbild hier rein und füllt praktisch den Bereich auf. Was dazu noch wichtig ist zu sagen, wenn wir jetzt wissen wollen, wie lange das geht oder wir das ganz definiert wissen wollen, wie lange das geht, können wir mit Rechtsklick hier auf Objekteigenschaften klicken und dann sehen wir schon, dass hier eine Spielzeit von 1 Sekunde und 5 Frames da ist. Wenn wir das jetzt aber auch noch verändern wollen, dann schieben wir hier für mehr Platz. Dann könnten wir jetzt halt hier unser Bild in der Länge verändern. Wir wissen aber allerdings immer noch nicht, wie lang das Ganze ist. Um das definiert hier machen zu können, würde ich euch empfehlen, auf Geschwindigkeit zu drücken im Reiter Videoeffekte. Und dann sehen wir hier, dieses Bild hat eben eine Länge von 1 Sekunde und 8. Wenn wir das jetzt ändern wollen, wie zum Beispiel bei mir, wie zum Beispiel in meinem Fall bei den Intros, dann möchte ich ja gerne, dass alle so ungefähr 2 Sekunden lang sind. Dann gehe ich jetzt hier bei Länge, kann ich das hier auch eingeben oder ich verändere das Ganze einfach hier. Umso langsamer der Faktor wird, umso niedriger, umso länger wird das Bild. Dann gehe ich hier ungefähr mal auf 0,66 und dann springt er mir schon auf eine Länge von 2 mm. Das Ganze hat sich jetzt verschoben, weil ich hier mit dem Mausmodus drauf bin. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, da findet ihr auch ein Video bei mir in der Playlist zu den ganzen Operationen hier in der Taskleiste. Dann schiebt man das Ganze mal wieder hier hin. Dann wissen wir, okay, wir haben jetzt hier einen Freeze Frame, einen gefrorenen Frame sozusagen von 2 Sekunden. Dazu können wir jetzt einen Text erstellen. Aber es gibt noch eine andere Methode, wie wir das machen können. Und dazu ziehen wir uns jetzt mal noch ein anderes Material hier rein. Die Kaffeebohnen gehen wieder hier drauf. Und wenn wir das Ganze hier abspielen, dann kommen die Kaffeebohnen hier rein und sliden schön langsam hier durch. Wir wollen jetzt ungefähr hier nochmal einen Schnittpunkt mit einem Freeze Frame haben, also einen Standbild. Klicken dann. Es ist aber wichtig zu wissen, wo der Marker hier steht. Also der Marker muss in der richtigen Position stehen. Klicken dann mit rechts auf unsere Videomaterialien. Und dann können wir Standbilder beim Abspielmarker einfügen machen. Wenn wir das anklicken und ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, okay, es wurde ein Standbild erzeugt. Und die Länge von dem Standbild, die schauen wir uns jetzt einfach mal an, weil die konnten wir gerade noch nicht beeinflussen. Da gehen wir mal da drauf und machen Objekteigenschaften. Also bei mir wirft er eine Spielzeit von 7 Sekunden ran, weil wir hier erkennen können. Das Ganze können wir natürlich auch wieder beeinflussen hier. Ich klicke jetzt einmal hier drauf, mache 02, drück Enter und schon habe ich wieder eine Spielzeit von meinem Freeze Frame von 2 Sekunden. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das Ganze abgelaufen ist, das Ganze schaut so aus. Hier ist mein Material, was wir eben gerade bearbeitet haben. Ganz normales Videomaterial. Hier ist mein Standbild. Hier geht das Videomaterial wieder weiter. Da unten, das lilane, ist mein Text. Hier, das ist meine Audiospur, die ich eben von Artgrid rausgezogen habe mit meiner Musik. Und da unten sind die Soundeffekte, die beim Aufpoppen von dem Standbild und vom Einfahren von dem Standbild ausgelöst werden. Dazu zoome ich nochmal eins runter, nochmal eins kleiner werden. Und dann sieht man, machen wir eben die Taskleiste ein bisschen größer, ungefähr so.
Und dann sieht man, dass hier das Standbild eben einfriert. Da haben wir diesen Ton. Und beim Rausfahren haben wir dann diesen Ton. Das ist eigentlich der gleiche wie der hier, bloß am Anfang. Dann habe ich hier bei den Kaffeebohnen, habe ich mir hier noch ein Kinolook erzeugt. Ganz normal, wer das nicht weiß, wie das funktioniert, schaut mal in die Playlist bei Magic bei mir. Da zeige ich euch, wie ihr diese Kinobalken hier erzeugt. Und das Ganze dann natürlich mit der Aubergine. Und danach kommt mein Intro. Alles klar, soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch einen hilfreichen Tipp geben, den du auch in deine Videos anwenden kannst. Wenn das so ist, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, um das Video im Ranking besser nach oben zu bringen. Ein kostenloses Abo, um nichts mehr bei mir auf dem Kanal zu verpassen, rund um das Thema Videoschnitt. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.